Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar den Udo Herrmann. Der Udo ist gelernter Schreinermeister, Handwerksunternehmer, Buchautor und vor allem auch Erfolgstrainer im Handwerk. Und wir haben gemeinsam mit Udo in näherer Zukunft vor, einige Projekte gemeinsam umzusetzen. Deshalb möchten wir das Video heute einfach mal als Rahmen nutzen, um euch den Udo mal genauer vorzustellen. Und ich möchte ihm einfach ein paar Fragen stellen, damit ihr ihn besser kennenlernt. Als erste Frage habe ich natürlich für euch wahrscheinlich auch die wichtigste Frage rausgearbeitet. Udo, wie kamst du eigentlich damals ins Handwerk? Und was hat dich auch damals ins Handwerk geführt? Ja, ich habe klassische Ausbildung gemacht, eben als Schreiner, weil das kommt so bei uns aus den Generationen. Der Opa war schon Schreiner, der Vater war Schreiner, da lag das nahe, dass ich eben auch was mit Holz zu tun habe, eben Schreiner lerne. Das habe ich dann auch gemacht, habe allerdings nicht zu Hause gelernt, sondern in einem fremden Betrieb, der damals spezialisiert war auf hochwertige Einbaumöbel. Und dann habe ich meine Lehrzeit gemacht, war dann später bei der Bundeswehr und habe dann mit 23 Jahren schon meine Meisterprüfung gemacht im Schreinerhandwerk. Okay. Und jetzt ist es ja so, dass für viele Handwerksunternehmer oder auch Selbstständige im Handwerk natürlich sehr zeitintensiv ist das Ganze. Wie kam es bei dir dazu, dass du dann gesagt hast, okay, ich möchte nebenher noch als Berater und Coach tätig werden? Ja, das habe ich mir nie so vorgenommen, sondern das ist entstanden. Wir hatten damals ziemlich schnell nach der Meisterschule ein großes Betriebsgebäude gebaut. Haben da sehr viel Geld aufgenommen, 1 Million D-Mark Verbindlichkeiten. In der Bauphase ist mein Vater erkrankt. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, packe ich das alleine, tue ich mir das an, übernehme ich den Betrieb, habe dann die Entscheidung getroffen, jawohl, das mache ich. Habe dann auch die ganzen Bankverbindlichkeiten übernommen. Und dann war ich wirklich mit dem Rücken an der Wand. Ich musste jeden Monat dann eben meinen Zins und Tilgung machen bei der Bank. Und ich wusste sehr schnell, da darf ich mir keine großen Fehler erlauben, keine großen finanziellen Ausfälle bekommen. Es muss alles effizient sein. Und dann habe ich mir nach und nach Checklisten und Leitfäden entwickelt, so für alles, was eben wiederkehrend ist in einem Handwerksbetrieb, um, wenn Fehler passieren, die möglichst nur einmal zu machen, möglichst schnell das Fahrzeug zu laden, die Kunden möglichst so zu begeistern, dass die Rechnungen gleich bezahlt werden, solche Dinge. Und daraus ist ein Konzept entstanden, das war erst ein Ordner, den habe ich bei mir daheim ins Regal gestellt und immer, wenn eben was tagesaktuell da war, habe ich das damit gemacht. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Mensch Udo, was du da hast, ist ja genial, das kann ich auch gebrauchen, das braucht ja eigentlich jeder Handwerker. Ja. Und dann bin ich eben erst auf die Idee gekommen, dieses Konzept auch anderen zu vermitteln, habe mich dann weitergebildet als Speaker, als Trainer und bin jetzt eben mit diesem Konzept auch unterwegs. Also wirklich auch aus der Praxis einfach, ne? Ja, alles quasi aus meinem Betrieb entstanden. Mittlerweile habe ich noch andere Gewerke mit eingebaut. Ja, aber alles ist in meinem Betrieb ausprobiert und was nicht funktioniert, habe ich wieder weggelassen und was funktioniert, habe ich weiter ausgebaut. Genau. Kommen wir doch zur nächsten Frage. Welche Hauptaufgabe siehst du aktuell für dich als auch als Trainer im Handwerk und wo würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen auf Seite der Handwerker, Handwerksbetriebe? Also eine große Herausforderung, ganz klar der Fachkräftemangel, liest man überall. Digitalisierung ist ein Thema, wo man gucken muss, wie setzt man das jetzt möglichst effizient im Unternehmen um. Die größte Herausforderung, die ich momentan sehe, ist im Handwerk einfach die Vielfalt der Aufgaben, die der Handwerkschef zu bewältigen hat, sei es mit Mitarbeiterführung, Personalkosten, Abrechnungen, das ganze Baurecht-Thema, da keinen Fehler zu machen, wenn man Verträge eingeht, ist man jetzt im BGB oder im VOB-Vertrag, solche Dinge. Die ganzen Bankgeschäfte, Lieferantenverhandlungen, Widerrufsbelehrung, so diese ganze Vielfalt dieser Aufgaben, die erdrücken den Handwerker. Und das merke ich, dass wir da für eine Vereinfachung sorgen müssen, um einfach den Chef zu entlasten. Ja, absolut. Wir wollten ja das Video kurz und knapp gestalten, kurz und knackig und auch spannend. Worauf können sich unsere Zuschauer in den nächsten Wochen freuen bezüglich unserer Kooperation? Ja, ich habe aus meinem Konzept immer einzelne Bausteine herausgepickt. Wir wollen da einzelne Lektionen dazu eben drehen. Und der Handwerker, der zusieht, kann auf jeden Fall von meinem Konzept profitieren und kann sich die Bausteine für sich raussuchen, die er bei sich verbessern möchte, direkt umsetzen möchte und kann dann eben die Impulse von den Lektionen dazu nutzen, seinen Betrieb weiter nach vorne zu bringen und vielleicht es auch dadurch schaffen, ein bisschen mehr Freiraum zu bekommen,
damit er wieder auch im Privaten ein paar Dinge erledigen kann, die jetzt vielleicht auf der Strecke bleiben. Ja. Viele Handwerker sitzen sonntags im Büro, machen ihre Angebote oder Ausschreibungen. Mein Ziel ist es, während der normalen Arbeitszeit alle Dinge im Handwerksbetrieb zu erledigen. Und ich hoffe, da kann ich einen Beitrag dazu leisten. Ja, absolut. Alles klar. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt auf jeden Fall schon mal. Und ja, wenn ihr keine von diesen ganzen Lektionen, die wir da erstellen werden, ihr findet das Ganze dann in Zukunft in unserem Digitalisierungsguide. Wenn ihr dort nichts verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal und schaut regelmäßig in den Digitalisierungsguide vorbei. Da werden in den nächsten Wochen super viele spannende Inhalte gemeinsam mit dem Udo auch erscheinen. Und vielen Dank nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao.